Hoch über Reichelsheim steht Schloss Reichenberg, früher Sitz der Erbacher Grafen. Die zogen weg und das Schloss zerfiel. Später wurde es Knabenerziehungsanstalt und Kinder reicher Eltern aus ganz Europa lernten hier. Bis zur Weltwirtschaftskrise 1923. Ab 1963 wurde das Schloss Erholungsheim der Deutschen Bundespost. Und 1979 begann dann eine ökumenische Gemeinschaft mit einer umfassenden Restaurierung. Und es entstand oben auf dem Schloss sogar ein Erfahrungsfeld. Und damit sind wir auch bei dem Brunnen, der zum Klingen gebracht werden kann. Das geht nur im Team und nach einer kurzen Einweisung. Aber dann! Zuerst muss mal Wasser aus dem Schlossbrunnen geholt werden. Die nächste Gruppe baut dann aus einem großen Puzzle ein Viadukt. Nicht alles passt gleich, aber auch deshalb ist der Erlebnisparcours inzwischen so beliebt bei Schulklassen und Familien. So, Wasser läuft, aber noch klingt der Klangbrunnen nicht. Da ist noch einiges zu tun. Bernhard Schad ist seit einigen Jahren Geschäftsführer und Mädchen für alles. Er ist unterwegs mit Akkuschrauber und Traktor und jetzt mit Holzeimer. Jetzt wird noch das Wasser hoch auf den Klangbrunnen gepumpt und dann ist es gleich soweit. Von einem Architekten entworfen ist der Klangbrunnen sicherlich das bemerkenswerteste Element des Erlebnisparcours auf Schloss Reichenberg.